So, herzlich willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist wieder 20 Uhr. Ja, komm, die 2 Minuten, sei nicht so. Es ist ja schon 8 Uhr. Mann. Ja, schön, dass ihr da seid. Und ja, wir spielen heute The Crew. Und wie ihr es schon unwahrscheinlich, oder beziehungsweise wie ihr schon seht am Titel, werden wir heute ein paar Prämien und viel, viel mehr in The Crew machen. Und damit ich jetzt. Ja, die Zeit nutze, damit wir direkt loslegen, weil es sind Prämien dabei, die ja, wahrscheinlich ein bisschen lange gehen auch und wo wir ja relativ viel über die Karte fahren werden. Und ihr seht ja die Karte für die Leute, die das Spiel nicht kennen. Die Karte ist natürlich riesig. Ich begrüße erstmal alle, die da sind. Da haben wir einmal den G-Svenno, den Ronald, ja, ist da, Anakin Skywalker ist da, Supertux ist da, Consumer Central ist da. Hallöchen, ich bin der neue Crewleiter. Oh, wie schön. So, ich habe nämlich hier, ich kann es mal kurz zeigen, hier so, ich weiß, kann man es eigentlich sehen? Also da. Das sind so hier, hier geht's da los. Ja, da stehen so die ganzen Prämien. Also was man machen muss in den Südstaaten, muss man selber gucken, was steht denn da? Mountain States, Westküste, ja, freies Fahren und so weiter. Habe ich mir mal notiert, damit ich nicht da im Menü rum. Solltet ihr auch mal machen, falls ihr Prämien macht. Das hilft ungemein, weil sonst muss man immer wieder ins Menü rein. Und ja, wir fangen an. Mit, so, mal gucken, dass ich auf die Erkundung gehe. Wir fangen damit an. Ich schau mal eben. Und zwar müssen wir jetzt erstmal nach Cape Canaveral ein wenig quasi die Vereinigten Staaten besuchen. So, Blitzreise. Und zwar fahren wir jetzt von Cape Canaveral nach Daytona und dann nach Palm Coast. Ich werde, glaube ich, bei dem Gelände Raptor bleiben. Und werde jetzt erstmal schauen, wo haben wir denn Daytona? Da muss ich jetzt erstmal schauen, wo haben wir denn Daytona? Puh. Da ist Daytona. Wegpunkt setzen. Und dann geht es jetzt erstmal los mit der ersten Fahrt. Wie gesagt, schön, dass ihr alle da seid. Auf geht's. Ah nee. Quatsch, ich muss ja in die andere Richtung. Ich fahre schon vollkommen falsch. Wie gesagt, wichtig dabei ist halt auch den Wegpunkt berühren, um halt diese Prämie zu bekommen. Aber die weiteste Reise, die steht uns ja eigentlich noch bevor. So, wundert euch nicht, dass ich keine Musik anhabe. Ne? Das, ja. Wir sind rechtlich geschützt, die Titel. So, ich hoffe, der Stream läuft auch schön, wunderbar, in schönem HD, bestmöglich. Bisschen pixelig. Ich schau gerade selber mal. Gut, bei so schnellen Spielen denke ich mal, ja gut, ein bisschen pixelig, aber man kann es gucken, denke ich mal. So, ich stoppe mal eben meinen eigenen Stream, damit ich da nicht zu viel Verbindung verbrauche. So. Ja, was ist The Crew? Für die Leute, die es nicht kennen, The Crew ist halt ein Open World Rennspiel mit einer massiven, riesigen Spielwelt, also die kompletten Vereinigten Staaten. Nicht haargenau nachgebaut von den Kilometern her, aber doch schon, kommt schon sehr nah dran. So, abbiegen. Ich fahre echt auch so Auto. Ne? So, ich werde ab und zu mal so ein bisschen switchen, was die Kamera angeht, damit ihr mal so ein bisschen so einen kleinen Eindruck bekommt, was da so alles möglich ist. So. Und natürlich Stößchen. Das ist jetzt natürlich auch ein super Vorbild beim Autofahren saufen. Das, ich meine Wasser trinken. Das macht man ja nicht sowas, ja? So, wir haben noch circa ja, 1,5 Kilometer noch vor uns. Das heißt, es ist eigentlich eine relativ schnelle Prämie. Ich habe gerade eine Einladung bekommen zur Monopoly. Warum bekomme ich immer Spieleinladungen, wenn ich streame? Für die Leute, die mich ja schon seit längerem kennen. Ich verstehe es nicht. Alle wissen sie jetzt, dass es ein Jahr jetzt immer freitags und samstags der Stream ab 8 Uhr losgeht. Und ich kriege trotzdem noch Einladungen. Ich meine, sie mögen mich alle. So, Daytona berührt. So, Palm Coast müssen wir jetzt. Da ist Palm Coast. Jetzt ist die Frage, wo ist der?
So, Wichtpunkt setzen. Ja, du weißt ja, du bist ja da ungefähr bei mir. Kannst ja eigentlich gar nicht verpassen. So. Wie gesagt, wichtig ist halt die Sehenswürdigkeit einmal drüber fahren. Ne, René? Hast du soweit? So. Und weiter geht's. Ja, es gibt auch Fußgänger, Tiere, also eine massive Spielwelt, die sehr, sehr viele kleine Details hat, soll man nicht glauben. Und es macht eine Menge Fun, hier rumzufahren. So, du kannst ruhig gegen die Wand fahren, habe ich nichts dagegen. Ja, Söckchen ist wieder da. Ja, sterben ist ja hier nicht, nur gegen die Wand fahren. So. Damit hätten wir gleich schon mal die erste. Die Prämien tauchen dann gleich über das Radar, also über der Karte auf. In so einer orangenen Form. Daran kann man dann sehen, dass man die Prämie bekommen hat. Ich finde es gar nicht mal. Also diese Fahrten hier, die Prämien, die sind ganz cool, weil dann kommt man so ein bisschen, sieht man so ein paar Sachen, weil da sind einige dabei, die vielleicht euch auch interessieren könnten. Zum Beispiel Geisterstädte werden wir besuchen. Es gibt nämlich im Spiel mehrere Geisterstädte, zwei glaube ich. Mehrere ist auch gut und dann sind es nur zwei. Ja, ich werde mal eben den Test beenden. Dann haben wir noch ja, Los Angeles, Downtown, San Francisco, Seattle werden wir noch besuchen. So, und damit hätten wir die Prämie. Da unten steht's: Atlantikküste. Fahren Sie in einer Sitzung Cape Canaveral, Daytona und Palm Coast ab. So, hast du meinen Spruch vermisst, wa? Ja. So, jetzt muss ich mal schauen, wo wir Clarksdale haben. Clarksdale. Alter, halt die Klappe. So. Ich schau mal eben. Wo ist denn Clarksdale? Na. Raumfahrtzentrum, da müssen wir auch noch hin. Space Center und sowas alles. Da ist Clarksdale. Springen wir mal hin. Und da geht's von Clarksdale nach Natchitoches oder Toches. Und dann nach Bayou. So. Dann schauen wir mal, wo haben wir das denn? Armadillo müssen wir auch noch hin. Space Center. Wo haben wir es denn? Bayou, da ist Bayou schon mal. Das heißt, es könnte sein. Dinosaurier Valley gibt es auch. Wo ist denn bitte? Space Center? Wenn da unten Bayou ist und der Sumpf, wo wir ja als letztes hin müssen, dann muss ja quasi hier auf dem Weg irgendwo. Ich habe echt super Orientierung, man sieht's. Ich meine, ich kenne mich hier nicht aus, aber. Okay, verdammt. Wie heißt das? Nachi Torres. Nachi Torres. Wo ist es? Ich such's gerade mal. Da vielleicht. Observatorium. Meine Fraktionsmission enden gerade. Ist es hier unten vielleicht? Chochis, ja, warum? Wo ist das? Ne, Metroidenkrater gibt's extra. Wo unten? Nein, Südstaaten, das ist. Das muss in den Südstaaten sein. Eine Sehenswürdigkeit. Die Süd. Hallo? Moment, Space Shuttle, Cape Canaveral, North Beach, Westküste Florida, Tampa, Golfküste, New Orleans Downtown, New Orleans Sumpf, Bayou, gibt's doch gar nicht. Wo ist es denn? Space Center? Da, ich hab's gefunden. Wichtpunkt setzen. Mein Gott, das hat sich versteckt bei dem S von Südstaaten, als es sich versteckt gehabt. So. Wer lange sucht, der findet. So, einmal kurz berühren. Und dann geht's los.
So, man kann das Ganze mit vier Mann in einer Crew spielen. Und ja, kann dann so Fraktionsmissionen machen, rennen und man kann über die Karte heizen mit seinen Kollegen. Du siehst gerade, René ist da hinter mir am Fahren mit seinem Lambo. So. Das sind jetzt circa 6 Kilometer, glaube ich, waren das, die wir jetzt fahren. Am Flex hab's auch noch für ein paar Minuten zu dir geschafft. Oh, das ist Supi. Schön, dass du da bist, Painkiller. Oh, LAW. Oh. Prost zusammen. Entschuldige. Falls sich jetzt viele fragen, warum ist das so pixelig? Ja, weil das ist halt ein Multiplayer-Spiel ist, deswegen. Ich weiß noch gar nicht, was ab 22 Uhr heute im Stream kommt. Ihr könnt ja ein paar Vorschläge machen. Vielleicht wieder eine Runde Outlast im Speedrun. Alien Isolation vielleicht weiterspielen auf Hardcore. Oder. Nee, 22 Uhr ist Horror. Und da gruseln wir. Oh, was macht der denn da? Oh. Huch. So, fahren wir mal eine Runde Motorhaubenansicht. Aber schön, dass viele wieder hinzu. Daylight. Consumer mein Daylight. Ihr wollt mich doch nur erschrecken sehen. Ihr wollt ja nur sehen. Ihr wollt ja nur sehen, dass ich mich in die Hose kacke. Mach. In die Hose mach. In die Hose Pupu mach. Bei Daylight erschrecke ich mich immer. Wenn ich mich drauf konzentriere, wie gesagt. Und ihr wollt ja auch nur interagieren können, ne? Weil das Spiel, mit dem Spiel kann man ja interagieren, also zumindest die Zuschauer. Nein, ich mache diesen Scheiß-Test jetzt nicht, da fahre ich jetzt. Huch! Was war das denn? Oh, gerne Seite, Entschuldigung. Was sonst? So. Da haben wir, da steht übrigens eine Performance-Version vom Raptor. Das Fahrzeug, was ich fahre, ich fahre gerade eine Geländeversion und das ist eine Performance-Version. So, als nächstes nach Bayou. Das habe ich ja schon gesehen, wo das ist. So, da haben wir schon den nächsten Wegpunkt gesetzt. Und das ist alles Realtime, auch die Karte alles. Ne, da gibt es keinen irgendwie. Oh, Entschuldigung. Bist du soweit? Ja, ich habe einen Wegpunkt gesetzt. Ja, ich bin wieder hier. Ja, es geht weiter. Einfach den Wegpunkt folgen. Es sind immer drei. Wenn es zwei sind, sage ich dir schon. Wichtig ist nur halt. Ja, ist ja noch nicht. Wir müssen ja noch eine abfahren. Ja, eine Sehenswürdigkeit müssen wir noch abfahren. Es sind drei immer. Und wenn es zwei Sehenswürdigkeiten sind, dann werde ich schon sagen. Genau, gebe ich laut. Dann sage ich einmal ja. So. Also, falls ihr da Ideen und Vorschläge habt für de 22 Uhr, horrormäßig da, dann schlagt mal was vor. Und im Übrigen der Ford Raptor, ich habe letztens den Film Expendables 3 gesehen. Da kommt der Ford Raptor auch übrigens vor. Nur zwar kurz als. Ja, Fahrzeug, was da rumsteht, aber das sieht so geil aus in Schwarz, dieses Monster. Vor allem, da sieht man auch mal, wie groß das Ding ist. Das wirkt jetzt hier noch vielleicht noch relativ klein, aber das Auto ist verdammt groß. Hallo, ich fahre Gelände. Ich könnte ja. Ja, dafür bist du aber auch vorbeigefahren. Ja, selber schuld. Kauf dir ein neues Navi und kein Nüvü. So. Huch, was macht denn der Elch auf der Straße? Hat der Weihnachtsmann nicht Urlaub? So. Ja, war es halt ein Rentier, Entschuldigung. Huch. Ja, falls ihr mich besuchen kommen möchtet, so fahre ich Privatauto. Ja, ich weiß, warum dir eine andere Route angezeigt wird, weil das Ding ein Offroad ist. Zumindest meine Strecke.
So, jetzt fahren wir gerade durch den Sumpf. Die Sehenswürdigkeit ist Offroad. Du solltest vielleicht das Fahrzeug wechseln. Ich weiß aber nicht, ob es da noch zählt. Das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht. Bitte wenden, genau. Wenn möglich, bitte wenden. So. Jawohl, damit haben wir die Prämie. Florida Highlights. So, sehr schön. Waren wir noch eben auf René, dass er noch hinkommt mit seinen 1,7. Prost. Ich werde währenddessen schon mal schauen, wo wir. So, nächste wäre New Orleans. Da haben wir New Orleans. Die Frage ist jetzt, ich vermute, ja, New Orleans Downtown ist es. Ich spring da schon mal hin, ne? Ja, Konsumer ist ja gerade raus. So. Was haben wir denn? New Orleans, Downtown, dann fahren wir nach Dallas und anschließend nach Armadillo. Das heißt, ich werde mal ein anderes Fahrzeug wählen. Denn dann, ich denke mal, dass es Straße sein wird. Und was nehme ich denn da? Ein Golf? BMW, Lambo, Abarth. Ja, von mir aus. Straße oder Performance? Okay. So, da fahren wir den Abarth. Sehr schön. Dann springen wir mal zu mir nach nach New Orleans. Jetzt fahren wir ein wenig, ja, Miniaturauto. Genau, so, und dann kann ich jetzt eben den Wegpunkt setzen und zwar nach, was habe ich gesagt, Dallas müssen wir jetzt. Dallas müsste da sein, genau. Wegpunkt setzen. Es gibt auch, wie gesagt, Strecken, die sind etwas weiter. Und es kommen noch Aufgaben heute, Prämienaufgaben, die noch verdammt haarig werden. Zum Beispiel mit den, ja, die ganzen Rennstrecken abfahren. Ich habe nämlich herausgefunden, wie das funktioniert. Das sieht auch lustig aus in der Cockpit. Ja.